einfach ein mieser Typ. Und jetzt spielt er gegen Marokko. Das Finale besteht aus 5 Spielen. Wie im Halbfinale gibt es Aufsteigen für jedes Spiel 1 Punkt. Also erstes Spiel 1 Punkt, fünftes Spiel 5 Punkte. Bei Unentschieden bekommen beide die Punkte. Derjenige mit den meisten Punkten gewinnt das Turnier, während der Verlierer 3 Bestrafungen seiner Wahl machen muss. Jetzt müsst ihr in Runde 1 mit einem Schuss den Ball so weit wie möglich schießen. Derjenige, der am weitesten kommt, gewinnt. Aber wenn ihr über den Spielfeld drüber schießt, habt ihr automatisch den Punkt in der anderen. Ich darf entscheiden. Wie war es auf den Schein? Ich hab keine Ahnung, was. Warte mal, wieso darfst du entscheiden? Aber ja, okay. Das war kein Mann. Okay. Der geht raus. Oh, der nicht. Unfair, wenn ich das erste Mal aber der darf nicht raus. Das ist Spiel 1 teilen die beiden sich den Punkt. Ja? Und jetzt kommen wir zu Spiel 2. Ihr müsst euch an der Latte festhalten und den Ball zwischen den Beinen halten. Wir stoppen die Zeit und bei wem so als erstes runterfällt, der hat den Punkt verloren und der andere gewinnt 2 Punkte. Ja, wenn ihr letztes Spiel hergekommen habt, würde ich sagen, das ist gut. Wie viel liegt es? Nee, weil die Bälle sind leichter der andere. Bis 75. 75? Ja, ich auch. Seid ihr ready? Ja. 3, 2, 1. Ja. Lass probieren, warum nicht? Warte, probier mal. 8,11 Sekunden. Ich hab's nicht wehgetan hier. Ich denke, der Punkt geht an Jamaika. Ich hab mich eher ein bisschen so im Kopf gehabt. Aber bei mir ist. So wär's, glaube ich, gut. Das Problem ist, ich hab das irgendwie nach. Also mein Bohr irgendwie hab ich nach oben. Und dann hab ich gemessen, mein Bohr, irgendwas hat wehgetan. Deshalb hab ich aufgehört. Zeig mal deine Hände. Oder ich geh ja noch. Ja, ich auch schon. Wir spielen Volleyball. Wir spielen das Spiel bis 15 Punkten. Aber es müssen innerhalb dieser 15 Punkte 3 mit Kopf oder. Übertreten. Der hat gepasst. Aus. Ja, das ist er. Thank you.
Uff. Oh. Oh. Wir machen folgende Änderung. Wir dürfen 3 Ballkontakte pro Zug haben. Dann kannst du dir vorlegen. Und ihr müsst den Ball übers Netz bringen. Sollte einer ihn absichtlich nicht übers Netz bringen, hat er auch verloren. Das war aber keine Absicht. Stark! Vier zwischen dem Finale zwischen Jamaika und Marokko. Wir haben ein 2-minütiges Fußballspiel, 1-1. Wer die meisten Tore oder Tunnel erzielt, also ein Panna, zählt auch als Tor, gewinnt das Spiel. Go! Ja, 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 2-0 für dich. Es geht weiter. Ja, let's go! Ich hab doch gesagt, ihr wollt das vorbeischaffen, da Hilfe! Stopp die Zeit, wenn du es. Nein. Nein. Er muss so schnell wie möglich raus. Ohne Zeitspiel. Sehr gut, Schiri. Auf geht's! Ja, jetzt wollen wir mal für Jamaica. Schiedsrichter entscheidet. Oh mein Gott! Ja, Jamaika! Oh mein Gott, Mann! Crazy fucking shit! Wir haben das Finale im Finale!
Das letzte Spiel, Elfmeterschießen, 5 Schüsse mit dem Schwachen. Wir haben für den Gewinner am Platz 3, wir haben Spanien-Trikot, Kapitänsbinde, wir haben eine Zigarre, Handball, die Medaille für den ersten Platz. Ich würde sagen, der Verlierer übergibt den Gewinner persönlich. Und wir haben das wertvollste, aller wertvollen Sachen. Guckt euch das ganz genau an. Ja? Ich glaube, das ist schön. Du hast schon eins, du wärst der erste Mensch auf der Welt, der zwei davon hat. Hier gibt es nur 10 Stück von, also voll exklusiv. Ne? Und jetzt würde ich sagen, warum lachst du? Ich würde sagen, sondern die Sache, denn der Verlierer, der hat richtig die Arschkarte, der muss 3 Sachen mit alle bisherigen Bestrafungen machen. Ja! Panda! Schade. Nicht bei mir. Wir haben dezent einen Gewinner. Ich würde sagen, du darfst gerne die Medaille auf jeden Fall überreichen. Das war als erstes. Natürlich Jamaika. Er ist aus Jamaika. Jamaika! Yeah, er ist aus Jamaika! Natürlich! Spanien ist, hättest du Jamaika mit Liebe übergeben, bitte. Danke. Jamaika, erster Platz. Danke. Marokko, zweiter Platz. Finnland und Bosnien teilen den dritten Platz. Und du darfst ja jetzt aber 3 Bestrafungen aussuchen. Und da wir das mit dem These annulliert haben, zählt es auch diesmal leider nicht. Du genau. Eine andere Sache aus. Also auf jeden Fall Haare knochen und Wasser springen. Ja. Komm, lass dir die Haare schneiden, oder? Aber wenn der Haare ist, eh nur, wenn er mir richtig Haare schneidet. Er darf selber entscheiden. Ich darf in der ja. Erde entscheiden. Ja, er darf ich entscheiden. Er entscheidet, wie viel ist. Okay. Okay. Ach, so weit. Das macht richtig schön, Alter. Warte mal. Oh, das ist leer. Oh, das ist leer. Oh nein. Okay, schade, das ist leer. Hey, das ist nicht mehr schön. Aber ich sag, hier ist auch ein Top, oder? Was laberst du? Ich guck schon. So, hier ist halt der Kopf. Guck mal nicht. Okay, das war's. Ab ins Wasser. Ab ins Wasser. Ich bin gar nicht raus. Seid doch! Oh, der T-Shirt ist dann noch angenehm. Haare weg! Haare ist nicht weg. Oh mein Gott, echt kalt. Und wie war's? Im Wasser angenehm drauf, endlich.